Hi und willkommen zu meinem Video. Also, dieses Mal gibt es kein Video vom aktuellen Stand der Sachen, aber ich werde euch jetzt ein paar Sachen aus dem Zimmerprojekt erzählen, vom Salon. Also, mein Regal ist angekommen. Es ist wunderschön. Ich bin total begeistert. Ich habe Fotos wahrscheinlich. Also ich hoffe, dass ich die noch habe, weil ja. Auf jeden Fall, ich erzähle euch so lange mal weiter. Also mein Regal steht jetzt seit seit 4. Dezember steht mein Regal. Und es war voll lustig, als das aufgebaut wurde und alles. Also wir haben dann das Regal wurde dann vom Schreiner gebracht. Und dann war es auf jeden Fall so, dass das dann in Etappen hochgebracht wurde. Also das ist ja ein mehrteiliges Regal. Und ja, wartet. Ja, so, wie vorbereitet, wenn ich euch nachher das zeigen möchte. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass das dann hochgebracht wurde. Und dann wurde es am Boden verschraubt und aneinander verschraubt und ja, und dann nachdem das Regal dann aufgestellt war, haben wir dann abmessen müssen, wie viel Zentimeter meine DVDs brauchen, weil das Regal ist ja für die DVDs geplant und gedacht worden. Und dann wurde da immer so ein Stück rein, ein Metallstück reingetan, also 4 Stück auf jeder Seite, und kam ein Fach. Und dann das immer wieder. Und das war einfach, ja, das war voll faszinierend, dazu zu gucken, wie das aufgebaut wurde. Und nachdem dann das Regal aufgebaut war, war der Schreiner noch so nett und hat die Sockelleiste, die alte, habe ich jetzt doch behalten, weil es farblich am besten zum Boden passt, angebracht. Und dann noch die Vorhangstange. Also ich habe jetzt endlich eine Vorhangstange in dem Zimmer. Ja, und irgendwann Mitte nächsten Monats werde ich dann auch mal meine Vorhänge bestellen. Ich habe jetzt nämlich auch Vorhänge ausgesucht, die jetzt auch dann irgendwann, die ich dann auch irgendwann bestellen sollte. Ja, auf jeden Fall, mein Regal ist, ja, wenn man es so durch die Tür sieht, sieht es voll riesig aus, muss ich sagen. Herr je, dieses Display spiegelt hier wie verrückt. Hey, ja, lustig, jetzt spiegelt sich's auch noch selbst. Ja, eine Sekunde, ich habe eine Idee. Jetzt dürfte es ein bisschen weniger spiegeln. So, jetzt sieht man es. Da, das ist das Regal. Und so sieht es dann aus, wenn man es komplett ansieht. Also so gestuft. Stand jetzt fehlen im Moment leider noch zwei Fächer, nämlich in diesem Fach hier fehlt noch eins und ganz beim größten fehlt auch noch eins. Aber die kommen dann, wenn dann der Kleiderschrank auch aufgebaut wird. Dann kriege ich die geliefert und dann ist das Regal komplett. Ja, auf jeden Fall habe ich dann direkt am nächsten Tag schon direkt eingeräumt und alle DVDs rein und ja, ich bin total happy. Also ich könnte gar nicht glücklicher sein. Das Regal ist schöner, als ich es mir je vorstellen hätte können. Und in dem Zimmer riecht so schön nach Wald. Das ist wirklich unglaublich. Also da könnte man stundenlang drin sein. Ja. Gut, das war jetzt eigentlich meine Regalstory. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal Regale hattet oder was ihr so, ob ihr das Regal schön findet oder nicht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.riefmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.